Frederick Auchsens. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Unser neuer sechster Kandidat. Wir legen direkt los mit dem Ligo. Sprachkurs ist direkt perfekt am Start. Ihr seht schon sympathisch alles. Bevor das Video jetzt richtig startet, checkt gerne die Folge von vorhin ab, von vor 2 Stunden. Da habe ich ein Transfer-Update für euch hochgeladen, habe ein paar Sachen zusammengefasst. Checkt wie gesagt gerne dieses Video ab und dann kommt wieder zu dem Video. Das ist praktisch die Ergänzung dazu, denn kurz nachdem ich das Video hochgeladen habe, kam ein nächstes Sechser-Gerücht von Sky sogar rein. Laut der Sky sind wir interessiert an Frederick Auchsens, irgendwie so, spielt bei Molde FK und hat Vertrag bis 31.12.2021, 1,5 Millionen Marktwert, 25 Jahre alt, wird im Dezember 26 1,79 groß, Hauptposition Sechser, defensives Mittelfeld. Ja. Hört sich ja alles gar nicht mal so verkehrt an. Hat jetzt in der aktuellen Saison von 6 Spielen 6 Spiele gemacht. Ein Tor dabei jetzt hier, 3 Vorlagen. Die Saison ist da ja so ein Stück was anders. Ich glaube, deswegen geht auch der Vertrag noch bis Ende des Jahres. Ich glaube, die sind sogar noch mitten in der Saison. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also er ist auf jeden Fall in seinem höchsten Marktwert angekommen mit 1,5 Millionen. Kann auch im zentralen Mittelfeld und auch im rechten Mittelfeld spielen. Als seine Hauptposition ist aber Sechser. Hört sich im Prinzip alles gar nicht so verkehrt an. Ich finde es allgemein mal schön, dass wir über einen Sechser hier sprechen können. Wie gesagt, laut Sky soll Frederick Auchsens. Warum kann ich das nicht aussprechen? Versucht ihr das mal auszusprechen? Ich kann es nicht. Soll auf jeden Fall ablösefrei zu haben sein. Ich weiß nicht, inwiefern das genau funktionieren soll, weil der Vertrag bis Ende des Jahres hat. Aber vielleicht hat Sky da auch einfach andere Quellen. Vielleicht gibt es da ja auch im Vertrag Klauseln, dass er bei bestimmten Wechselszenarien ablösefrei wechseln darf. Das wäre natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Ich finde, tendenziell hört sich alles von den Eckdaten ganz interessant an. Muss aber auch gestehen, ich kenne ihn halt absolut nicht. Also der Spieler sagt mir auch überhaupt gar nichts. Keine Ahnung. Also, ja. Wie gesagt, ich kann jetzt da nicht sonderlich viel zu sagen. Er hat in der Euroleague 10 Spiele gemacht, 1 Vorlage, 2 gelbe Karten. Champions League Quali hat er 5 Spiele gemacht, 1 Vorlage, 2 gelbe Karten. Wie gesagt, hört jetzt alles nicht verkehrt an. 100% Startelfquote, keine großen Verletzungen bekannt. Ist alles nicht verkehrt. Mitinteressenten sind Atalanta Bergamo und Atletico Madrid. Aber ja, die sind auch mit Fragezeichen, ohne prozentual gelistet zu sein. Wie gesagt, muss man mal schauen. Was sagt ihr zu Frederick Auchsens? Das war schon besser. Frederick? Freddy? Freddy. Wir können ihn Freddy nennen. Hashtag Freddy in die Kommentare einmal. Hashtag Freddy in die Kommentare. Alle, die bis hierhin geguckt haben, Hashtag Freddy. Und ich habe noch eine Ergänzung zu dem Video von heute Morgen. Und zwar Manuel Mbom wird so ein Stück weit umworben von 2 Clubs. Ein Club, der wohl in der Euroleague nächste Saison spielen soll. Da weiß man aber überhaupt nicht, welcher Club das sein soll. Also es kann jetzt wirklich alle möglichen Clubs sein. Und der andere Club, der interessiert sein soll, ist wohl in der Premier League vertreten. Also auch da bleibt es spannend. Aber wie gesagt, ist einfach nur ein Interesse an Manuel Mbom. Schauen wir mal, was da dran ist. In dem Sinne, das war das weitere Update. Checkt jetzt, wie gesagt, gerne nochmal die Folge von heute Morgen ab und dann sehen wir uns, wenn wieder was passiert. Sonst spätestens heute Abend auf dem Zweitkanal. EM, ihr wisst Bescheid. Ciao.